Willkommen zurück bei Captain Shepherds Märchenstunde. Frisch gestärkt geht's weiter. Und wir werden wahrscheinlich, und bereitet euch darauf vor, dass es wie immer, nice, dass es wie immer mit Störungen und jeglichen Dingen, die ihr nicht wollt, weitergeht. Bei uns wird es jetzt vorwiegend darum gehen, oder später darum gehen, ein Stück später darum gehen, dass wir viel, viel, viel suchen und rennen. So sieht's aus. Ob wir wollen oder nicht. Ich bin sogar gerade, obwohl ich nur ein bisschen weg war, schon wieder, weiß ich gar nicht mehr, was wir machen wollten. Oder machen wollten. Oder gerade dabei sind zu machen. Egal, fällt mir gleich wieder ein. Ich habe immer noch nicht kapiert, ob die Kisten respawnen oder die Items respawnen. Eben gerade die wir gekriegt haben, ich habe keine Ahnung, ob ich die schon mal geholt habe. Und das habe ich, glaube ich, beim letzten Video auch schon bei zweien gesagt. Aber so viele Gegner, wie hier kommen und davon, da man nicht davon ausgehen kann, dass jeder Idiot Kubica spielen kann, reflexmäßig, müssten sie ja eigentlich wenigstens ab und zu mal ein bisschen so einen Kram respawnen lassen für Munition. Wir wollten zum Lagerhaus, ne? Genau. Genau. Wo wir den Flammenwerfer-Typen erledigt haben. Denn da war ja der eine Sicherungskasten, der nicht funktioniert hat. Und wenn ich das richtig eruiere, dann könnte es ja sein, dass er jetzt funktioniert. So. Okay. Achso, das Bild bleibt wahrscheinlich so, ich weiß es nicht. Ich dachte eben gerade, wir hätten die noch nicht genommen, weil die da noch drauf geklebt hat. Wahrscheinlich hat Jakob sich ein paar Kopien gezogen, Alter. Also wahrscheinlich war da gleich eine Kopie drauf auf der Karte, so ein Abdruck, den er sich abgezogen hat. Ich habe gleich drauf geachtet, ob wenn du die anderen Reißbretter rangehst, in der die Karte hat, nimmst du die dann auch weg ist. Wenn ja, dann ist das hier ein Bug. Aber das ist ja einer, der eigentlich weniger interessiert. So, Gegner dürften hier nicht mehr sein, denn wir haben ja hier alles niedergemäht sozusagen. Okay, da sehen wir schon mal Lichtgeflacker. Genau so habe ich mir das nämlich auch erlesen. Da die Suche nach dieser Sicherung die härteste Sache in dem ganzen Spiel zu sein scheint. Also noch schwerer als wenig Munition und viel abgezogen kriegen. Das war aber nur eine bekackte Lampe. Aber irgendwo hier bin ich der Meinung, kam ja auch dieser Dingskopf, dieser Explosionskopf, und da war ja hinten so ein Kasten. Da konnten wir durch den Zaun durch, falls ihr das noch wisst. Und dann sollte jetzt eigentlich, da das ja das ist, was wir brauchen, um weiterzukommen, sollten wir ja jetzt die Möglichkeit haben, diese dämliche Sicherung da rauszuholen. Wo ist die? Ja, da ist es. Da ist auch der Kasten. Und nichts. Irgendwie hatte ich schon ein bisschen Bammel. Es passiert nichts. Ist das jetzt ein gepatchter
Bug der gepatchten Version, die eigentlich fehlerfrei läuft, das wäre sehr schlecht, weil das wäre ein spielbrechender Bug. Mit spielbrechend heißt, ich müsste das Spielen beenden, die Aufnahme beenden, könnte den Walkthrough nicht zu Ende führen, bis die in einem Jahr vielleicht eine weitere Version, die sie am Machen sind, rausbringen und da dann das Teil wieder funktioniert. Und das geht auch allen Leuten, die das einfach so spielen, so. Das wäre sehr schlecht. Also das wäre, trotz der vielen Verbesserungen, wäre das ein richtig, richtig hirntoter Fehler. Hier geht nichts. Null. Nada. Gleich reinschießen. Ne, passiert auch nichts. Weil, wenn man reinschießt, fliegen ja auch Funken. In diesem Gelände bin ich schon so viel rumgelaufen, ich könnte kotzen. Ja, sind wir wieder bei der Kubica-Maschine. Scheiße. Was wir machen könnten, wir könnten das Innere auch nochmal durchsuchen. Ich weiß ja nicht, was ihr... Hi, willkommen zurück bei The Shepherd 82 und Crying is not enough. Ja, rumheulen reicht da wirklich nicht aus. Ich habe ja letztes Mal beendet, weil die halbe Stunde, die wir da rumgelaufen sind, die hätten wir uns auch sparen können und die ist für euch auch bestimmt tot langweilig. Ich habe jetzt was gemacht aus Verzweiflung. Und zwar habe ich die Videos von mir durchgeguckt, weil ich hatte das ausgemacht, das Spiel, und habe ein bisschen gesessen und ein bisschen Videos von meinen, sorry, keine Absicht, von meinen Kumpels geguckt. Und dann habe ich so bei mir gedacht auf einmal, irgendeine Zahl muss ja gehen bei dem Teil, bei dem Zahlenrätsel an der Tür. Und ja, wo kriegt man die? Keine Hints, keine Tipps, steht auf keinem Zettel drauf. Ich meine, noch nicht mal die erste Nummer stand auf der Karte drauf, wo es eigentlich draufstehen soll, davon ab. Aber da findest du ja wirklich nichts so. Dann habe ich mir gedacht, alles, was vierstellig ist, nehme ich mit. Das heißt, ich habe meine Videos durchgewälzt, habe mir alle Zahlen aufgeschrieben, die da sind. Also die alten 4331 und 2385 hatten wir ja schon durchprobiert, die gehen dort nicht. Dann habe ich noch welche übrig gehabt, und zwar auf dem Grabstein von, ich glaube, der einen Tusse oder wer es war, ja, Melina, standen die Geburtszahlen 1955 bis 1999. Da hat man ja gesagt, jung gestorben, und dann habe ich mir aber gedacht, ja, vielleicht kann man damit eine Tür öffnen, weil das ja für den Typen da zum Beispiel eine wichtige Person war. Und dann habe ich noch an eine Zahl gesehen, und das war gleich im ersten Video. Nee, Quatsch, nicht im ersten, im zweiten. Der erste war ja nur Vorspann. Das erste Haus, wo wir hinkommen, da hatten wir ja diese gelbe Box, diese orangene Box gefunden. Und da war was reingekritzelt, war eine Zahl. Die habe ich mir aufgeschrieben und die werden wir jetzt ausprobieren. Und wenn die nicht funktioniert, dann breche ich halt. Dann breche ich halt ab. Weil mehr als alle Zahlen, die man hier findet, kann ich ja nicht ausprobieren. Also vielleicht findet man ja später noch welche, aber dann ist es, da komme ich ja gar nicht hin, ohne die Zahl, die richtige. So. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Und... Shazam. Okay. Also, merkt euch, die Zahl, die ihr braucht, ist die, die auf der gelben Kiste steht. Gleich am Anfang. Und da haben wir unsere Sicherung. Eine Sicherung. Ja. Und die haben wir noch ohne volle Spritze. Besten Dank.
jetzt haben wir da mal drei von. Das ist ja wahrlich schön. So, einiges finden wir hier und dann finden wir auch wieder nichts mehr, aber das ist auch egal, ist ja halt ein kleiner Raum und wir brauchten am meisten von allen Dingen sogar noch mehr als Münzen und Munition das, was uns hilft weiterzukommen. Und ich bin mir gerade ein bisschen ängstlich, ob dass ich, da ich das jetzt gemacht habe, was getriggert wird. Gegner, versteht sich. Gott, Alter, jedes Mal, wenn ich mich drehe, kommt mir das mit dem Licht so vor, als wenn dein Gegner wäre, egal. Hier hatten wir ja auf dem Weg die Gegner getötet. Ich glaube, da kommen auch keine, weil die gehen ja davon aus, dass man die Sicherung hat, bevor man hier lang läuft. Hier sieht alles aus wie Gegner. Paranoid. So. Und jetzt. Ja, wollen wir. Und da passiert das, was wir... Oh, Gott sei Dank. Ja. Was ist das? Oh, Gott, hab ich doch gewusst. Sau. Ich würde nicht wieder aufstehen, wenn ich du wäre. Game over. Okay, musste ja so sein. Ging gar nicht anders, ne? Weil bis jetzt wurde ja jedes Mal irgendwie ein Gegner getriggert, wenn wir was geschafft haben, egal ob wir da schon waren oder nicht. Also meistens direkt auf der Stelle. Man denke noch an den Friedhof. Als sie den alten Mann auf dem Rückweg verprügelt haben. Erschlagen mit dem Hackebeil, mit dem Spitzbeil. Oder was auch immer die da tragen. Scheint sicher. Aber man weiß ja nie. Die Ecke habe ich immer in... Oh, alter Schwede, jetzt habe ich mich schon wieder... Und es war auch so, wie ich es mir gedacht habe. Scheiß mal auf geizig sein, weg mit dem. So, dann mal ab in die Kloake. Lässt sich das nicht öffnen, nein. Kann man das öffnen? Ja, da gehen wir noch nicht rein. Erstmal wollen wir Symbol aus Stein. Wolfsymbol aus Stein. Okay, wofür wir das brauchen, das wissen wir ja, ne? Für das Puzzle. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Kubikermaschine und einen schmutzigen Boden. Und hier haben wir... Ja, und hier haben wir jetzt locked. There must be another way around. Übrigens habe ich in meinem Leben, egal bei was für Spielen ich gespielt habe, ich habe in meinem Leben noch nie so eine schlechte Rolle, so eine schlechte Synchrostimme gehabt bei einem Hauptprotagonisten. Wie bei diesem hier. Also ich habe schon vieles gehört. Da wurde ja auch schon viel versaut, ne? Man muss ja nur an Joseph Oda denken. Mit seinem Captain America, mit seiner Captain Maria, Captain America sage ich schon, Captain Planet Stimme, die sich anhört, wie als wenn er hinter einer Serviette spricht.
Aber er hier, der toppt alles. Der hört sich an, wie als wenn er auf dem, keine Ahnung, auf dem Pferdeberuhigungsmittel wäre. So, dann lass uns mal proceeden. Kurze Ladezeiten. Ich bin mir gar nicht schlüssig, wie das ist, wenn die neuen Patch rausbringen für das Spiel, ob das dann automatisch auf das raufgespielt wird, was ich auf meinem PC habe. Also was ich downgeloadet habe. Oder ob ich dann das ganze Spiel nochmal runterladen müsste. Falls das wer guckt, der einen Plan hat, könnte mir das mal sagen, damit ich weiß, wann ich was in Bezug auf das falsch mache. Weil wäre schade drum, wenn die immer mehr reinpatchen, oder verbessern. Und ich denke immer, ich merke nichts und dabei muss ich das Spiel nochmal runterladen, also deinstallieren, dann nochmal installieren. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Oder ob es gleich oben drauf ist, der Patch. Durch Aktualisieren oder sowas, durch Auto-Aktualisieren von Steam. Wer es weiß, kann ja mal Bescheid sagen. So, Misstrauen. Kann man hier nie genug haben. Obwohl, da war dann ja schon mal auf dem Rückweg welche gespawnt, wo ich noch welche in die Fresse gekriegt habe. Jawohl, die sind auch da. So. Dann machen wir mal kurze Fünfe. Das könnte bei mir sogar hinkommen. Ich versuche 10 Punkte wenigstens zu kriegen. 10 kann ich ruhig wieder mal schaffen. Ich hatte ja schon mal, glaube ich. Was mir nicht passieren darf, ich darf nicht getroffen werden, weil wenn ich getroffen werde, dann komme ich komplett durcheinander und dann ist vorbei. Da kann ich mich irgendwie nicht regenerieren, was sowas angeht. Und ich weiß, dass das aussieht, wie als wenn die in einer mega Slow-Motion fliegen, teilen, als wenn dieses Spiel eigentlich Peanuts wäre. Aber ich schwöre, das ist es nicht. Manchmal ist es total unfair, so wie jetzt gerade. Prinzipiell. Also das war jetzt noch nichts. Aber es war schon sehr knapp. Habt ihr gesehen, wäre es kein Herz gewesen, wäre ich im Arsch gewesen. Mann, oh Mann, ich hier Hüsttouren. Ja, warte. Alter, das war Glück. Ja. Alter. Nein! 29. 35 wäre der nächste Preis gewesen. Egal. Ich steigere mich. Gut, dann speichern wir mal, damit wir diese verfickte Sicherung nicht wieder holen müssen. Und ich... Welcher war denn jetzt der letzte? So soll das richtig sein. Nicht, dass wir hier falsches Inventar haben oder falsche Sachen abspeichern. So, jetzt wollen wir mal sehen. Jetzt könnte mir, so rein theoretisch, könnte ich mir vorstellen, dass nur hier nochmal uns sich irgendwelche Wulstköpfe in den Weg stellen. Damit wir auch bloß nicht zu dem Puzzle so leicht hinkommen und noch ein bisschen Munition verballern können.